Montag. Nach dem ersten Bundesligasieg der Saison bleibt Rodolfo Cardoso vorerst HSV-Trainer. Sportchef Frank Arnesen hatte Topkandidat Hüb Stevens am Sonntag abgesagt, weil der auch mit Schalke 04 in Gesprächen war. Dienstag. Nach der Absage des HSV wird Hüb Stevens wie erwartet neuer Trainer beim FC Schalke 04. Besondere Brisanz, die Königsblauen sind am Sonntag zu Gast in der Imtech Arena. Hüb Stevens gegenüber hat sich diese Woche alles in andere Richtung gedreht. Ja, der war hier Kandidat Nummer 1 und auf einmal geht es um Schalke. Also das ist ein besonderes Spiel. Das ist Fußball, Das ist Fußball, wir haben im letzten Jahr auch gesehen. Magath von einem Tag Schalke und danach nach Wolfsburg. Und das ist Fußball, das passiert. Und naja, wir wünschen ihm sehr viel Glück, aber Sonntag nicht. Unterdessen bleibt Gojko Kaccha das Pech treu. Als wäre der Serbe mit seinem Nasenbeinbruch nicht schon genug bestraft, hat sich Kaccha beim heutigen Training auch noch den Finger geprellt und die Kapsel gedehnt. Mittwoch. Romeo Castelin ist zurück im Mannschaftstraining. Der Holländer, der gegen Stuttgart nach über 700 Tagen Pause sein Bundesliga-Comeback feiern konnte, hat seine Leistenprobleme überstanden und hofft nun auf einen weiteren Einsatz gegen Schalke. Donnerstag. Happy Birthday! Der HSV ist heute 124 Jahre alt geworden. Zum Jubiläum kamen zahlreiche Legenden am Walk of Fame zusammen, wo weitere Ehrentafeln enthüllt wurden. Zum Geburtstag wünsche ich dem HSV natürlich ein Paket, wo viele Punkte drin sind, dass wir wieder ruhiger schlafen können. Dem HSV wünsche ich alles Gute, aber da bin ich auch sehr optimistisch. Weil ich habe vorhin schon mal gesagt, es gibt Mannschaften in der Bundesliga, die sind wesentlich schwächer als der HSV. Deswegen sind wir da optimistisch. Ich denke da zum Beispiel an Augsburg oder an Freiburg. Erst einmal geht es aber gegen Schalke und zwar mit Interimscoach Rodolfo Cardoso. Weil der keine Fußballlehrerlizenz hat und deshalb nur 15 Werktage als Trainer arbeiten darf, telefonierte Sportchef Arnesen bereits mit dem DFB. Eine Verlängerung der Frist scheint möglich. Ich habe mit Matthias Sammer gesprochen und da gibt es wahrscheinlich eine Flexibilität, aber das ist eine lange Termin, müssen wir etwas machen. Aber, so wie ich gesagt habe, wir haben Sonntag ein sehr wichtiges Spiel gegen Schalke und da ist Cardoso da und wir alle unterstützen ihn 100%. Wenn Rodolfo die Genehmigung kriegt, dass er erstmal weitermachen kann, da würde ich auch sagen, dass man das in Ruhe und mit Zeit macht und vernünftig macht. Einen passenden Kandidaten hätte HSV-Legende Uwe Seeler aber schon parat. Meine Meinung über Horst Rübisch kennt jeder und weiß, den hätte ich schon lange verpflichtet beim HSV. Alleine vom Typ her und der ist mit Leib und Seele auch HSVer, also und sowas brauchen wir. Wir müssen wieder ordentlich Seele hier kriegen und HSV-Geist und dann geht es auch wieder nach vorne. Aber da sollen die Verantwortlichen praktisch dann auch sich Zeit lassen und hoffentlich dann auch die richtige Wahl treffen. Bis dahin bleibt Interimscoach Rodolfo Cardoso im Amt. Freitag. Das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 steht vor der Tür. Am Sonntag will der HSV unbedingt nachlegen, um den letzten Tabellenplatz endlich zu verlassen. Man merkt schon, dass es anders zur Sache geht diese Woche. Wir haben ein bisschen Selbstvertrauen getankt durch den Sieg jetzt und ist ein bisschen lockerer geworden. Und diese Lockerheit müssen wir mit ins Spiel nehmen am Wochenende. Wir spielen zu Hause. Wir müssen Spielfreude ausstrahlen und dass jeder den Ball haben will. Und dann werden wir das Spiel positiv gestalten. Da müssen wir einfach nur so wie in Stuttgart gespielt haben. Ne? Mutig wieder. Also Schalke ist auch eine gute Mannschaft, der besondere bekannte Spieler wie Raúl, Jurado, Farfán, also das sind Leute, die wir auch ein bisschen auspassen müssen. Aber nach vorne haben wir auch Qualität und zu Hause mit volle, also ausverkaufen. Die Zuschauer werden wahrscheinlich hinter der Mannschaft wieder stehen und da müssen wir diese Euphorie auch nutzen.